Ja, moin, ich erspare mir mal den Rest, weil ich gerade ein bisschen angekackt bin, weil ich im freien Modus eben was erlebt habe, ja, was mich eigentlich ein bisschen sauer gemacht hat. Also vorneweg, ich spiele auf der PS4 und da war mir eigentlich noch nicht bekannt, dass man für die breite Masse irgendwelche Mods hat. Also ich weiß, dass vereinzelt sowas theoretisch möglich wäre, für GTA 5 irgendwelche Mods rauszubringen. Nur ich weiß, dass im Moment noch damit so viel Geld gemacht wird, dass sowas nicht für normale Leute erhältlich ist. Ja, wie auch immer, ist mir gerade eben was passiert, wo ich jetzt nicht weiß, ob das über einen Controller so funktioniert oder über ein Download-Programm, das auf der PS4 im Hintergrund läuft. Und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Vielleicht kennt ihr einen, der sowas macht? Vielleicht kennt ihr einen, der sowas schon erlebt hat oder jemanden, der Ahnung hat. Vielleicht habt ihr auch selber die Ahnung davon. Ich habe es auf jeden Fall nicht. Und ich würde gerne wissen, ob das Spiel sowas ermöglicht durch irgendwelche Einstellungen oder ob das irgendwelche eher spezielle Hard- oder Software ist, die im Hintergrund läuft. Ja. Also wenn es nur Einstellungssache bei GTA 5 ist, dann würde ich die gerne wissen, weil dann würde ich das auch so einstellen, einfach um einen Vorteil den anderen gegenüber zu haben. Aber wenn es ein Programm oder irgendwelche Hardware ist, dann würde ich es auch gern wissen, aber ich werde es mir auf jeden Fall nicht zulegen oder nicht anlegen, weil ich ein fairer Spieler bin und ich finde, das sollte auch jeder machen. Auf jeden Fall, ich bin kein schlechter Deathmatch-Spieler, so ich weiß mich zu wehren und freue mich auch immer, wenn irgendwelche Leute im freien Modus da irgendwie Ärger machen wollen, dann sind sie bei mir immer willkommen. Aber was da gerade eben abging, das grenzt echt schon an meiner Gutmütigkeit der Fairness. Also ich hätte sie am liebsten bei Rockstar gemeldet, aber ich das halt auch nicht mache. Ja, sind sie davon gekommen? Ich zeige es euch am besten mal, wie es angefangen hat. Und zwar, wie ihr seht, waren ein paar Leute auf dem freien Modus, also sie waren zu zweit und die haben ein bisschen Stress angefangen. Hier seht ihr, dass nur alles gechillt war. Und jetzt fängt es hier an, das Ganze, dass es ungechillt wird. Also in meinen Augen war es ziemlich ungechillt. Ich zeige euch das nochmal in Wiederholung und jetzt seht ihr, ich ziele auf ihn und er rennt wirklich übertrieben schnell links und rechts. Also ich habe ihn fast nicht bekommen und es war mir schon komisch, weil ich das echt schon öfters jetzt im freien Modus erlebt habe, dass die Leute wirklich links, rechts so schnell switchen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Also ich krieg's nicht hin und ich finde es eigentlich echt brutal, weil man schafft es, die Leute einfach nicht mehr anzuvisieren. Ja, dann hier bei der nächsten Aktion, da renne ich dem halt entgegen. Dann macht halt ja er die Rolle, dann mache ich sie natürlich danach. Dann macht er eine Rolle und nochmal eine Rolle. Und denkt mir, hey, was geht da ab, ey? Zwei Rollen hintereinander. Das ist doch eigentlich meines Wissens gar nicht möglich. Aber er hat es irgendwie doch hinbekommen. Ja, und was jetzt passiert, das ist der absolute Wahnsinn. Da bin ich dann auch wirklich ausgerastet, weil das ist einfach so, ja, so lame, so zu spielen. Also eine asozialere Spielweise gibt es gar nicht mehr. Der macht eine Rolle und noch eine Rolle und noch eine Rolle. Der hört schon gar nicht mehr auf mit Rollen. Klar, ich habe ihn trotzdem dann besiegt, weil er einfach schlecht war. Das waren einfach Noobs, die irgendwelche Programme oder sowas im Hintergrund hatten. Vielleicht ist es auch mit per Einstellung möglich. Wenn ja, dann lasst es mich bitte wissen. Ich würde auch gerne zwei, drei Rollen hintereinander machen. Aber mir ist es nicht bekannt, dass es möglich ist. Und schaut euch den Noob an, kriegt er trotzdem von mir auf den Sack. Also wenn ihr irgendwas wisst, bitte meldet's mir, damit ich nicht dumm sterbe. Ja, das war's auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so informativ, das Video, aber es wäre informativ für mich, wenn ich da jetzt irgendwelche Infos bekommen könnte von euch. Vielen Dank, Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, ciao.